Servus liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, wieder vom Fahrrad, wieder draußen. Es dürfte eine einmalige Woche heute zu Ende gehen, die perfekte Woche sozusagen. Aber ich will es nicht verschreien. Ich fahre jetzt mal mein Training hier zu Ende. Es ist Ostersonntagmorgen, 7.30 Uhr. 90 Minuten muss ich heute fahren. Und dann schauen wir uns mal an, wie die Trainingswoche so lief. Ich kann schon mal so viel sagen, sie lief ganz okay. So, Fahrt ist beendet und dieser Spalt zwischen Helm und Brille, der war kalt. Der Rest ging. Wie man vielleicht sehen kann, wie man sehen kann, vielleicht oder hoffentlich nicht, es herrscht hier noch ziemliches Chaos. Ich bin immer noch am Zeitrad umbauen. Mittlerweile habe ich es geschafft, an den alten Extensions die Schaltknöpfe abzubekommen. Das war ein Kampf, da muss ich jetzt leider auch wieder ein bisschen was reparieren. Naja, wir schauen mal ganz kurz in die letzte Trainingswoche, was da zusammengekommen ist, denn ich war am Ende, so gegen Wochenende, habe ich mich immer recht müde gefühlt, bin dann auch echt immer zeitig ins Bett gegangen und habe ich mich gefragt, woran es eigentlich liegt. Und dann habe ich aber gesehen, okay, Felix, du näherst dich jetzt dann doch wieder mal den 20 Trainingsstunden. Und nach den letzten zwei, drei Wochen, die wirklich deutlich, deutlich weniger waren durch die Verletzung, war es dann doch diese Woche das erste Mal wieder ein bisschen, ein Umfangsreiz, würde ich mal sagen, den der Körper und den ich dann auch gemerkt habe. Im Großen und Ganzen haben wir wenig ganz intensive Einheiten gemacht. Einmal bin ich 1,5 Stunden Fat Max auf dem Zeitfahrrad gefahren. Das hat Spaß gemacht. Das war am Freitag und dann am Mittwoch 3x10 Minuten auf dem TT. Das war das, da habt ihr ein bisschen was im letzten Video davon gesehen. Und genau, dann war der längste Dauerlauf mit 18,37 Kilometer, 1 Stunde 15 am Samstag. Es war eine 406 im Schnitt, also auch da fühlt sich's jetzt dann schon wieder deutlich, deutlich besser an. Die nächste Trainingswoche wird vom Umfang her wahrscheinlich wieder etwas mehr. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie sie aussehen wird. Ich weiß allerdings, was morgen drauf steht. Bis dann. Es geht das erste Mal für mich wieder auf den Weg zu Tempoläufen. 10x 300 Meter bzw. 10x 1 Minute bergan steht auf dem Plan. Ich soll nichts riskieren, werde also wirklich ganz entspannt da reinsteigern. Am Anfang auch eher so schnelleres Dauerlauftempo wählen, bevor ich dann, wenn alles gut geht, hinten raus ein bisschen mehr Gas gebe. Auch der Berg, an dem ich jetzt laufe, ist nicht so steil. 2 Kilometer Warm-up gibt es vorher noch und dann etwas längeres Auslaufen, 4 Kilometer. Heute früh bin ich nach dem Frühstück losgefahren für eine Stunde mit 10x circa 6 Sekunden Sprint. Ja, fühlte sich eigentlich auch gar nicht schlecht an. Als ich rausgegangen bin, war ich mir anfangs nicht ganz sicher, ob die kurze Hose die richtige Wahl war. Aber mittlerweile würde ich sagen, es passt. Und ich bin obenrum ein bisschen wärmer angezogen. Mütze. Alles gut. Ich habe jetzt für heute
auch keine Tempolaufschuhe oder sonst wie angezogen, sondern einfach einen etwas direkteren Dauerlaufschuh. Adidas oder Boost hatte ich mir bestellt vor ein paar Wochen mal und den finde ich eigentlich ganz gut. Mit dem bin ich auch letzte Woche den gesteigerten Dauerlauf gelaufen, wo ja dann der letzte Kilometer auch 3:16 war, also schnell genug für heute. Da ist jetzt der Hauzimmerwald. Ein paar hundert Meter hier drüben ist das Stadion in Bamberg. Und ich habe jetzt 2,8 Kilometer auf der Uhr. Also wird es wahrscheinlich eher 3 Kilometer rein, 3 Kilometer auslaufen. Aber ist alles fein. Also die Bergintervalle, die Bergtempoläufe werden heute weder besonders bergig noch besonders tempohaft. Aber ich bin froh, oder wir sind froh, wenn die Einheit jetzt gut geht, wir einen kleinen Reiz setzen können und das Bein sich nicht meldet, dann sind wir wieder back on track. Wohin auch immer. So, hier mal jetzt kurz Gymnastik, dann geht's los. Wie hat es sich angefühlt? So lala. Es war einfach mega ungewohnt. Waren jetzt wirklich die ersten schnelleren Schritte, die ich gemacht habe. Kann es auch gar nicht sagen. Es war jetzt nicht ultra hart. Ich schätze mal Max-Puls vielleicht so knapp über 180. Ich bin jetzt auslaufen und dann schauen wir uns die Details nochmal zu Hause an. Bis gleich. So, die letzten Meter. Und erledigt. Insgesamt waren es jetzt 13 Kilometer, die ich gemacht habe. Speichern wir das Ganze mal kurz ab. Die Zeiten bzw. was ich so an Puls hatte, habe ich euch ja schon eingeblendet. Also das habt ihr jetzt schon gesehen. Schauen wir trotzdem mal ganz kurz. Die Garmin sagt jetzt übrigens 71er V2 Max, weil doch die Frage auch immer wieder kommt. Und jetzt schauen wir hier ganz kurz All Stats. Max Heart Rate 183, also da lag ich gar nicht so falsch. So, das war's dann mit dem ersten Trainingstag. Auch für diese Woche schauen wir mal, was noch kommt. Ich werde jetzt dann gleich mal mit Sebastian telefonieren und dann werde ich auch den Rest der Woche erfahren. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Feiertage und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.